Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der wunderschönen Lausitzsee bei dem Kanal Ihrer Wahl, JP Performance. Der war gar nicht schlecht so für spontan, ne? Der Kanal Ihrer Wahl. Auf jeden Fall werden wir heute etwas machen, wo ich merke, also wo ich in mir auch spüre, dass eine gewisse Anspannung schon entsteht, weil ich dem Auto auch gerecht werden will. Und zwar fahren wir heute den M4 CSL auf der Lausitzsee auf einem Michelin Cup 2 R. Ein Reifen, der in der Szene sehr viel für Furore sorgt, der auch ein sehr hohes Potenzial hat, der auch für diese Strecke sehr gut sein kann. Das Auto ist 100 Kilogramm leichter als ein normaler M4 und hat 70 PS mehr als ein normaler M4. Hat auf der Vorderachse ein deutlich mehr Sturz. Also es sind wirklich die Stellschrauben gedreht, die dem vorherigen M4 so ein bisschen die Probleme gemacht haben. Das heißt, bevor wir jetzt hier loslegen, will ich einmal nochmal mit euch das hier durchgehen. Der Rundenrekord liegt bei 52 Sekunden. Das sehe ich unrealistisch, dass er das kann. Ja, dafür ist einfach der GT3 RS mit dem Grip, den er auf der Hinterachse hat, mit den Reifendimensionen, die er hat, mit der Gewichtsverteilung, die er hat, für die Lausitzsee schon ein sehr gut gemachtes Auto. Platz 2 ist der McLaren 720S mit 53,1. Jetzt wird es schon interessanter. Hat natürlich deutlich mehr Qualm, ist nochmal ein ganz Stück leichter als das Auto. Bist du da mit den Novitec-Felgen gefahren? Nein. Okay. Dann der R8 V10 Kompressor. Jetzt kommen wir zum ersten getunten Auto. 53,8 Sekunden. Und jetzt kommt's. R35 GTR mit Fahrwerk und Räder. Ist eine 53,9 gefahren. Der silberne? Nee. Doch. Okay. So. Der silberne hat die gleiche Leistung wie der, hat einen Allradantrieb. Der ist ein bisschen schwerer, hat Allradantrieb, was ihm natürlich wirklich hilft. Aber ich würde sagen, ein 35er Motor, jetzt wirklich festhalten, ist schlechter. Von der Crispyheit, vom Ansprechverhalten und so, würde ich das schon wirklich sagen. Dann die Schalensitze im M4 CSL, wirklich zum Schnellfahren gemacht. Für wenig anderes. Ja. Ja, also Rücken hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Hat sich gemeldet, ne? Ja. Nee, ist echt so. Oder? Du bist ja auch gerade... Also aber für Distanzfahren? Ich find's nicht schlimm. Also für mich passt perfekt. Dann fahr mal so 270 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, fahr mal so 270, 500 Kilometer, dann sprechen wir uns immer wieder. Ich bin auch gerne... Also GT3S hat ja auch Schalensitze. Ja. Aber die sind auf lange Fahrt dann doch, finde ich, so einen Tick geiler. Also ich finde die Sitze super. Aber man muss sich im Klaren sein, dass es ein CSL ist. Ja, volles Rohr. Das muss man sich wirklich, wirklich, wirklich vor Augen halten. Am Anfang, als ich eingestiegen bin, dachte ich mir so, boah, geile Sitze, habe ich ja auch gesagt. Und dann erst nach einer Zeit denkst du so, oh. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die interessanteste Zeit. Und dann kommt dann kommt der Taycan noch zwischen, aber dann kommt ein M4 G82, also dieses Auto. All diesen Features nicht und er fährt eine 54,3. So. Okay. Jetzt ist natürlich der Punkt, wo ich mir selbst das Leben gerade schwer gemacht habe, dass wir nie die Pylone im Borsigplatz exakt gleich hatten. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, weil es hat die Zeit ein bisschen manipuliert. Jetzt haben wir die ja festgemacht, die Pylone. Jetzt sind die immer gleich. Das heißt, die Zeiten, die ab jetzt alle kommen, sind super vergleichbar. So, 54,3. Jetzt würde ich gerne mal einen Tipp haben von dir und von dir, was du glaubst, was der schneller ist. 53,3. Also eine Sekunde genau. Boah. Du? Ja, da ich eine andere Zeit nur als Movo sagen muss, sage ich, ich packe die unter 53. Boah, also, nee. aber so wirklich knapp, aber wirklich knapp. Also meine Laune ist auf jeden Fall heute gut. Baut keinen Druck auf, ne? Überhaupt nicht. Nein, also es kann ja auch sein, dass ich voll falsch liege. Na, ist gut. Kann auch wirklich sein, dass die Zeit fast gleich ist wie zum normalen M4. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber das kann passieren. Wir setzen uns jetzt rein und werden ihn ein bisschen mal anknutschen, warm fahren. Mal anbremsen, mal gucken, wie er diesen kleinen Minisprung macht. Weil das sind so Sachen bei schnellen Autos, wenn du zu schnell auf diesen Sprung zukommst, haben wir ja beim TT gesehen. Voll. Obwohl das Video kommt danach erst, ne? Kann sein. Ja. Dann kann dir das halt alles kaputt machen. Dann ist alles im Arsch, ne? Dann hämmerst du da in den Borsigplatz rein, das ist einfach scheiße. Also setzen uns rein und dann schauen wir mal. Ja. Los geht's. So, MDM habe ich schon alles eingestellt. Ich denke, ich will es auch alles in MDM fahren. Ja, guck mal hier. Alter. Das ist jetzt einfach aus der kalten Halle rausgefahren, ne? Alter. Siehst du das? Also, war mein Tipp. Boah, die Bremse. Vater, Leute. Das wird asozial. Da bin ich mal gespannt, wie ich da jetzt durchkomme, wenn ich so durchrollen würde. Ja. Also der Grund, warum ich so reagiere, ist,
Diese Stelle auf die Stadt Ziegler, da habe ich schon ganz oft gesagt, ich will da nicht driften. Aber dadurch, dass der Asphalt so aneinander gegossen ist, hast du so einen Kippmoment, was einfach das hintere Differential animiert zu sperren. Und dann bei einem heckangetriebenen Auto entsteht einfach Last auf die Hinterachse und das Auto kommt quer. No matter what. Dann kannst du machen, was du willst. Und ich fahre da gerade rüber und das Fahrwerk tastet den Boden ab. Der Reifen gleicht, hast kurz gemerkt, dass es einmal wackelte. Mhm. Sonst nichts. Das Ding ist nur, weil man darf nicht unterschätzen, wenn man sowas macht, dass das dann, dass das Auto das macht. Also dass umso besser das Auto ist, umso schwieriger wird es eigentlich. Mhm. Weil jetzt muss ja ich und das Auto im Einklang funktionieren. Ja, das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, ne? Aber ich fand das mit dem Vorsichtplatz schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, das war wirklich beeindruckend. Und jetzt muss man gucken, wo ist das beste operative Fenster auch für den Reifen? Wir können ja mal gucken, was er macht, wenn man... kaum driften. Der will echt. Das ist das krass, Alter. Ganz aggressive Scheiße hier. Der hat einen sehr krassen Vortrieb. Oh, Alter. Also Leute, der Motor klang im Vergleich zum M4. Der Hass, den dieser Kollege hier aufbaut, wenn der in den Druck reingeht, in die Titanabgasanlage reinpuppt. Das macht sehr viel Spaß, gleichzeitig aber auch echt lange her, dass ein Auto auch so betörend ist. Ne, weil er macht dir auch ein bisschen Schiss. Ne, also wo ich sagen musste, jetzt gerade, wo du den quergestellt hast und dann immer wieder aus dem Gas gegangen bist, hast du richtig Vortrieb gehabt. Ja, hast du richtig Vortrieb gehabt. Ja, und dann das Rausbeschleunigen, du so schon, oh Scheiße. What? Das wird ganz, ganz asozial. Holy shit! Vorderachse ist noch nicht ganz da für das Tempo. Boah. Ja. Boah. Ich muss mich hier richtig festhalten, ey. Wir sind auf jeden Fall alle im Arbeitsbereich. Jo. Wir sind alle da. Hm? Ja. Man fängt an zu arbeiten. Ja. Oh. Krasses Auto. Also ich habe viel erwartet, so, ne? Jo, CSL und so, Logo drauf und so, Sondermodell. Aber okay. Ich überlege, ob wir ein bisschen Luftdruck vorne raus machen. Spannende Spannung. Wie? So, Spannung steigt. Ich rolle an den Start und dann geht's los. Bis gleich. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen.
59,9. Einen machen wir noch. Boah, ich kann kaum reden. Also die Konzentration ist wirklich hoch gerade bei mir. Und ist auch kein Joke. Also es ist gerade schon wirklich fahren. Also kein Joke fahren. Reifendruck habe ich gerade mal runtergemacht. Wir fahren 2,3 Bar vorne. Warte, ich habe die Zeiten hier. Ich will selbst gucken. Also, wir sind gefahren. Krass. Platz 3. Platz 3? 53,7. 53,7. Ja, er ist ein Furt schneller als der R8 V10 Kompressor. Mhm. Boah. Freude am Fahren, ey. McLaren war 53,1. Mhm. Und GT3 immer noch mit 52, ne? Mhm. Da kommt er nicht hin. Aber das liegt auch an dem Antriebskonzept. Weil der Motor vorne ist, die angetriebene Achse hinten und das beim Porsche einfach genau andersrum. Und somit, wenn du irgendwo rauskommst, dann hast du einfach vom Fahrer her das Vertrauen und das Gefühl, du kannst näher und härter ran. Ne? Du kannst früher ans Gas, weil der Motor liegt auf der Achse drauf und die Power geht in Vortrieb. Und hier hast du halt immer, das ist mega viel Drehmoment, aber du hast immer diesen Schlupf, immer diesen Rutschmoment. Auch super viel Korrektur bei der Runde. Also eine Kamera, haben wir eine Kamera aufs Lenkrad? Nee, ne? Nee. Also was ich jetzt erstmal machen darf, ist das hier. Das habe ich mir nämlich vorgenommen. Ziehe ich die Folie ab. Mhm. Jetzt ist er moi. Jetzt hat er schon aus dem Maul bekommen. es ist für einen halbwegs geübten Fahrer, kann er sehr geil schnell Pace machen mit dem Auto. Ne, es ist nicht so gefährlich, wie man denkt. Ein GT3 RS, die 52 fahren, ist auf jeden Fall anspruchsvoller als das. Ich würde gerne wissen von den BMW-Leuten, ob ein anderes ABS hier drin ist. Eine andere ABS-Abstimmung oder sowas. Weil das ABS in Verbindung mit dem Grip war das eines der besten, die ich, also war wirklich sehr gut. Es hat geregelt. Normalerweise nervt dich das tierisch, dass es dann anfängt zu regeln. Aber es hat dich nie gestört hier. Es hat so geregelt, wie du es brauchst. Oder wenn du den Reifen oder wenn du allgemein so einen Semi-Stick auf ein normales Auto drauf knallst, das ABS sagt sich, Digga, was ist denn hier für G-Werte? Was ist das denn für eine Scheiße hier, weißt du? Aber das ist super geil, zusammen funktionierend. Wie ihr merkt, bin ich echt happy. Voll, also es ist geil. Das Wegschmeißrisiko ist an ein, zwei Stellen nur minimal. Aber ich würde sagen, viel, 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 viel schneller, wenn du auch voll. Weil guck dir das mal an. Da kriegst du eine Idee von dem Reifen. Guck dir mal den Boden an. Guck dir mal den Boden an. Wir fahren mal da runter. Lass es starten, Leute. Diese vereinzelte Malerei. Dieses leichte Stempeln. Wir gehen mal die Runde eben ab. Wir fahren mal eben ab. Okay. Und gucken uns mal den Boden an. Okay. Also wirklich kaum zu glauben, ne? Der Reifen ist vorne fast schon abgenutzt. Aber es ist halt. Boah. Okay, wir haben 0,4 Bar Reifenluftdruck aufgebaut. Auf den kleinen Runden jetzt hier. Und wir stehen ja auch schon ein paar Minuten wieder. Ja. Ja. Gut, dass ich mal abgelassen habe, den Luftdruck. So, hier siehst du es auf dem Boden. Guck dir das mal an, wie das Fahrwerk, wir steigen mal aus. Also du musst dir überlegen, du kommst hier an, dann hebt er hier einmal ab und siehst du, dass das Arbeiten des Fahrwerks ist und auch des ABS. Da ist ja eine stärkere Spur, eine schwächere Spur, eine stärkere Spur, eine schwächere Spur, ne? Ja, ja. Und das ziehst du rein. Also du hebst ja ab, das heißt, der Reifen hat weniger Bodenkontakt. Die Masse des Fahrzeugs, die der Reifen ja braucht, um die Kraft reinzuleiten, hat er gerade nicht. Plus eine ABS-Regelung. Da sage ich dir, wären 90% der anderen Autos bei dem Tempo, wie der hier hochgekommen ist, werden schnurstracks durch. Die werden durch. Und dann musst du ja nach vorne, wir gehen mal eben da hoch. Und du kriegst auf jeden Fall auch einen normalen M4 auf das Level, ne? Würdest du sagen? Ja, ja, ja. So, dann kommst du hier an. Und dann kriegst du trotzdem ja noch hier den Bogen rein. Du kommst ja trotzdem noch rein. Mhm. Und guck mal, was er für Spuren zieht bei der normalen Kurvenfahrt hier außen.
Siehst du das? Ja. Und da beim Rausbeschleunigen auch. Ui. Einmal weiß ich, war ich mit der linken Tür sehr nah bei der letzten Runde, glaube ich, war es. Da habe ich gedacht, okay, jetzt berührst du auf jeden Fall einmal den roten Pilöppel da, dass er dann innen die Tür anditscht, aber hat noch gepasst. Schreckmoment. Auch wirklich geil, was diese Strecke dem Auto abverlangt. Ja. Guck mal, 0,4 Bar Reifenluftdruck und ich habe schon abgelassen. Ne? Ja. Das war ja schon runter. Und das hier auf diesem kleinen Kurs. Für drei Runden? Für drei Runden ist wirklich, wirklich geil. Aber das kommt halt auch leider halt relativ viel Korrektur und dann ist halt Schlupf. Ne? Und auch halt an der Vorderachse halt leider auch ein bisschen noch. Ne? Ja. Ja, aber ja. Stark gemerkt, nachdem du ausgestiegen bist, du warst voller Energie. Ja, ist geil. Also mir macht das ja auch super Spaß, wenn die Gehkräfte. Ich liebe es auch, ein langsames Auto Maximum hier zu fahren. Ne? Mhm. Aber es ist halt für dich als Fahrer dann, du machst mit dem Auto zusammen und steigst aus und alles ist cool. Mhm. Aber hier ist schon so, dass du wirklich quetscht die Zitrone so richtig aus. Trotz alledem werden wir versuchen, dass er weiter runterkommt mit der Zeit. Und ja. Jetzt wird es schwierig, weil ein so gut abgeschnittenes Auto braucht gute Zutaten. Die besten Zutaten. Auf jeden Fall. Tschüss. Wo fangen wir an? Oder sind wir schon dabei? Wir sind mittendrin. Ach so. So, und dann sind wir auch schon wieder zurück von der Lassisee. Mensch, habe ich geschwitzt beim Fahren. Das war echt anstrengend. Aber ein super Auto. Bombenfahrverhalten. Macht echt Spaß. Wir haben eine 53,7 auf den Asphalt gebügelt. Und somit belegt der BMW M4 CSL den Platz 3 auf unserer Rangliste. Ich hätte jetzt fast gesagt, dicht hinter McLaren 27S, aber 0,6 Sekunden, da ist noch ein bisschen was drin. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht mit dem Fahrzeug. Tschüss.